So, ein Skelett nach dem anderen. Down machen. Neuer Bär. Gott, bin ich froh, dass ich den Bären habe. Aufgepasst. So, ein Skelett noch, dann haben wir es geschafft. Alte Streitaxt, die brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Gwendala Gladys verarzten. Gladys heilt dich mal selber. Gut. Geschlossen ist jetzt das Seelenritual. To-do. Da haben sie was vergessen. Es ist geschafft, Darion Tahain ist tot. Jetzt kann er das Seelenritual nicht mehr durchführen. Aha. Entführt. Jetzt, wo Darion Tahain tot ist, sollte ich unbedingt noch nach Firniane sehen. Ich hoffe, es geht ihr gut. Schließlich war sie ziemlich lange in der Gewalt des Schurken. Ja, sprich mit Frenja. Ich sollte mit Frenja sprechen und nachsehen, wie es ihr geht. Schließlich müssen wir noch das Auge der Göttin finden. Und hier liegen jede Menge Schädel. Aber der Aschehaufen, zu dem Dario geworden ist, ja. Erstmal Firniane. Ich... Was? Geht es dir gut? Wer? Oh, ihr seid das. Wo ist... Du meinst Darion Tahain, dein Entführer, der ist tot. Dann ist es vorbei? Ja, das ist es. Avia sei Dank. Das habe ich wohl euch zu verdanken. Ja, das denke ich schon. Was ist mit Danos und meinem Vater und den anderen Leuten vom Gutshof? Mach dir keine Sorgen, denen geht es gut. Dann lasst uns schnell zurückkehren. Ich kann es gar nicht erwarten. Einen Moment noch, ich muss noch kurz mit Frenja reden. Bring Firniane zum Vogt. Damit Firniane alles in Ordnung ist, sollte ich sie zuerst zurück zu ihrem Vater nach Gut Dunkelforst bringen. Ja, erstmal noch mit Frenja reden. Oh. Ist alles in Ordnung mit euch? Ja, es geht schon. Was ist eigentlich passiert? Ich konnte Darion Tahain in letzter Minute davon abhalten, sein unheilvolles Ritual an euch durchzuführen. Oh, ich erinnere mich. Ich stand in diesem Pentagramm. Was hatte er eigentlich vor? Er wollte die Seele eines Toten in euren Körper einfahren lassen. Bei diesem Steinkreis hier handelt es sich wohl um einen Ort mit großer magischer Macht, der für die Durchführung benötigt wird. Bei Hesinde. Was für ein Frevel. Was ist mit diesem... Wie nanntet ihr ihn? Darion... Tahain, er ist tot. Von ihm ist nur ein Aschehaufen übrig geblieben und von dem dürfte keine Gefahr mehr ausgehen. Ja, sehr unwahrscheinlich. Aber wo sind wir hier eigentlich? Ich erinnere mich daran, dass wir in Ferdok durch dieses Tor gingen und dann hier rauskamen. Wir sind hier in den Blutbergen in der Nähe von Gut Dunkelforst. Gut Dunkelforst kenne ich nicht, aber die Blutberge liegen doch ein Stück südlich von Ferdok, oder? So ist es. Dann müssen wir sofort zurück. Das Auge der Göttin... Wird sicher noch eine Weile ohne euch auskommen. Ich muss erst Firniane, die Tochter des Wogs von Gut Dunkelforst, zu ihrem Vater zurückbringen. Dann macht das. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit damit. Ich werde auf jeden Fall schon einmal voranreisen. Vielleicht hat Erzmagier Rakorium ja schon die Statuette zusammengesetzt. Ich werde wieder vor dem Stadttor auf euch warten. Gut, dann bis später. Ah. Gibt es Neuigkeiten von meiner... Aber... Da ist sie ja. Firniane. Du lebst. Endlich habe ich dich wieder, Geliebte. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Und das haben wir nur meinem Retter zu verdanken. Ja, natürlich. Entschuldigt, aber die Freude, meine Tochter endlich wieder zu haben, hat mich dermaßen überwältigt, dass ich euch völlig vergessen habe. Ich hatte ehrlich gesagt schon jede Hoffnung aufgegeben. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ihr habt mein vollstes Verständnis. Wie soll ich euch nur danken? Als einfacher Verwalter dieses Gutshofs verfüge ich leider nicht über die Mittel, euch entsprechend zu belohnen. Das ist nicht nötig. Seid still.
Natürlich ist es nötig. Nehmt wenigstens dieses Amulett von mir. Eigentlich sollte es Firniane zu ihrem Travia-Bund bekommen, aber jetzt sollt ihr es haben. Bitte nehmt die Belohnung an. Es ist auch mir ein Herzensbedürfnis. Nun gut, wenn ihr unbedingt darauf besteht. Hier habt ihr es. Ihr bleibt doch sicher zur Zeremonie. Leider nicht, ich muss dringend nach Ferdok zurück. Das ist wirklich schade. Ich hätte es mir so sehr gewünscht. Bitte bleibt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, bitte tu uns den Gefallen, unser Ehrengast zu sein. Es tut mir leid, aber das ist wirklich nicht möglich. Ich wünsche euch alles, euch beiden alles Gute für euren Travia-Bund. Lebt wohl. Ja, Entführung ist auch abgeschlossen. Entführt. Salinia und Firniane sind endlich frei. Ich habe Firniane nach Gut Dunkel vor ihrem Vater gebracht. Jetzt steht im Travia-Bund mit Danos nichts mehr im Weg. Erneuter Treffpunkt Stadttor. Also erstmal bespricht mit Frenja. Ich habe mit Frenja gesprochen. Sie wird im Ferdok auf mich warten. Frenja wird am Stadttor auf mich und Erzmagier Rakorium warten. Ich hoffe, dass er die Statuette inzwischen zusammengesetzt hat, damit wir uns endlich auf die Suche nach dem Auge der Göttin machen können. Mhm. Ja, aber scheinbar, wenn man dem der Prophezeiung glauben darf, sind wir noch nicht fertig. Wenn das Auge der Göttin den Widersacher der Echsen erblickt, wird der Tag der Entscheidung gekommen sein. Mhm, damit ist das Auge der Göttin gemeint. Und scheinbar ist der dunkle Streiter noch nicht tot. Ja. Also, gucken wir erstmal, was haben wir da für ein Amulett? Charisma-Amulett? Okay, das hat's voll gebracht. Na klar, sprich, Freund. Die können erstmal wieder zu mir. Das kann auch mal zu mir. Charisma-Amulett. Das bin ich. Können wir dann wegpacken. Ja. Pfeile haben wir noch mehr als genug. Und ja, noch so ein Fehler, den ich gemacht habe, wo sich vielleicht einige schon sich in die Haare gebissen haben oder in die Tastatur oder so, ist, dass ich die meiste Zeit Jagdpfeile und Jagdbolzen benutze, statt wenigstens Kriegsbolzen, die grundsätzlich einen Schadenspunkt mehr machen. Oder die Pfeile, die ich bei Forgrim habe. Kettenbrecherpfeile. Aber ja, das hebe ich mir alles für den Endkampf auf. Und ich denke mal, den Endkampf werden wir bald bekommen, weil das wird der Endkampf von Das Auge der Göttin sein. Also ja, es wird der Endkampf von der Sorge der Göttin sein, aber ich habe gelesen, dass es da noch so eine Quest dazu gibt. Zurück zur Brücke. Das mit der Fee haben wir ja bereits gemacht. Hier sind nur die Schweinchen. Schade, kein Wiedersehen mit den Hexen mehr. Aber gut, ich glaube, da können die Mod-Entwickler auch nicht wirklich danach gehen, weil entweder schließen wir uns ja den Hexen oder den Pajoten an. Und ich glaube nicht, dass sie so richtig hingekriegt haben, dass man diese Entscheidung aus dem Hauptspiel berücksichtigen konnte. Ob die Hexen oder die Pajoten überlebt haben. So, Pajos Platz. Wer oder was kommt jetzt schon wieder? Auf jeden Fall ein Quicksave machen, nicht dass alles umsonst war. Feuer fliegen. Da ist ein Unterstand von einem Oger. Da ist auch ein Oger. Naja, komm. Und da drüben ist eine Smaragdspinne. Also das ist ein normaler Oger.
denke ich mal. Ja, den können wir Wunden hinzufügen. Das heißt, das ist kein Mod-Oger. Oh, ein bisschen Salbenfett hat er auch dabei. Und hat Plönk gemacht. Lass das mal Vorgrimm machen. Okay, die Smaragdspinne ist direkt auf dem Weg. Also müssen wir die auch tot machen, leider. Ein Bei meiner Axt. Sanja. Da. Gut, okay. Weiterreisen. Reise fortsetzen. Das ist nicht gut. Warum stürzt das Spiel ab, wenn wir den Priosplatz betreten wollen? Zum Glück habe ich einen Quicksave gemacht. Quick Save. Das heißt, wir ignorieren das, fliehen erstmal und dann gehen wir in unser Anwesen erstmal. Fliehen. Weil der Kampf gerade eben hat uns eh nicht wirklich was gebracht. Ados Anwesen. Weichen wir mal aus. Das hat geklappt, das Ausweichen. So. Quick, neuen Quicksave gemacht. Und das geht lustigerweise. Oh, wir könnten ja Pyro dann vielleicht mitteilen, dass der das Darion tot ist, aber wir können nicht mit Pyro dann reden. Na klar. Irgendwie kommt mir gerade der Ton ein bisschen leise vor. Naja. Renja und Nottel. Und wo ist Rakorium? Ah, da. Da seid ihr ja.
Wir, haben schon auf euch gewartet. Zweck gegrüßt, eure Magnifizenz. Dann ist es euch also gelungen, die Stadt heute zusammenzusetzen? Ja, das ist es wohl. Wenn ich auch sagen muss, dass es nicht gerade...